Wie wird denn das Wetter? Kaum eine Frage beschäftigt uns so oft wie die nach Regen oder Sonnenschein, Kälte oder Hitze. Und kaum eine Frage ist so schwer zu beantworten. Hier müssen echte Experten herangezogen werden. Die neue 107.7 hat ab sofort einen solchen Experten für Sie an Bord geholt. Hans-Martin Göde wird Ihnen jeden Morgen das genaueste Wetter für die Region Stuttgart verraten. Und das ist eine echte Herausforderung. Stuttgart hat eine besondere Wetterlage. Wir haben einfach hier eine wunderschöne Kessellage. Wir haben von drei Seiten her entsprechend hier die Höhenzüge herum, was man sehr gut auf den Satellitenbildern mal sehen kann. Ansonsten gilt bei Nordostwetterlagen und in dem Sinne Winter, da haben wir dann natürlich viel mehr Wind. Das heißt, der kommt aus Osten, der kann dann in Stuttgart entsprechend hineinfahren. Das heißt, wir haben dann dort bodennahe Kaltluft, während es dann auf den Höhen sogar vielfach wärmer sein kann. Das sind so Fakten, die muss man bei einer Wettervorhersage für Stuttgart, für diesen Raum Stuttgart sehr gut beachten. Deswegen Lokalvorhersagen sind deutlich schwieriger als eine Landesvorhersage, wo ich immer sagen kann, 15 bis 20 Grad und heiter bis wolkig. Hans-Martin Göde ist Meteorologe mit langjähriger Erfahrung. Aber erst zusammen mit den richtigen und genauen Daten führt diese Erfahrung zu präzisen Wetterprognosen. Wetter geht nicht ohne Wetterstationen, denn Messwerte müssen erfasst werden, sonst kann man einfach keine Prognose erstellen, kein Modell berechnen. Wetterstationen heißt, es gibt staatliche Institutionen wie den Deutschen Wetterdienst, der ein Messnetz hat. Es gibt die privaten Wetterdienste, die entsprechend große Messnetze verfügen. Und es gibt als dritte Basis die Hobbymeteorologen, die auch entsprechend wie die Profis messen mit entsprechenden Stationen und natürlich alle miteinander bekannt sind. Wir haben eine kleine Übersicht von den wichtigsten Stationen in ganz Deutschland. Jeder kennt eigentlich jeden in Zeiten des Internets, also eigentlich super Sache. Und so kann jeder auf die Daten vom anderen zurückgreifen, sei es die Temperatur, Niederschlag etc., um dann zu schauen, wie ist das Wetter vor Ort oder auch um eigene Prognosen zu entwickeln. Und immer, wenn die Prognosen auf Sturm deuten, wird es für einen Meteorologen besonders spannend. Sturm, Orkan ist das Aufregendste für Wetterfrische, ohne Frage. Es passiert sehr viel in der Atmosphäre. Der Wind ist da, die Temperaturen rauschen rauf und runter. Es sind Messwerte, die treten selten auf in so kurzen Zeitperioden. Es ist was ganz anderes als Sonnenschein, wo einfach der blaue Himmel da ist, man es zwar genießen kann, aber der Wetterfrosch genießt die Werte eines Sturms. Ich habe hier beispielhaft entsprechend mal das Satellitenbild vom Orkan Kyrill vom 18. Januar 2007 auf dem Monitor, der über Deutschland hinweggefegt ist. Das war für uns Wetterfrische sehr, sehr aufregend, für die Menschen nicht so angenehm. Bahn fuhr nicht mehr, Wälder sind flachgelegt worden und Menschen sind gestorben. In dem Sinne kein Festtag für Meteorologen. Es ist nur fürs Herz was für den Meteorologen gewesen, weil die Aufregung und die Wetterwerte vorhanden ist. Und ansonsten ist den Menschen dann doch lieber mehr Sonnenschein und blauer Himmel zu wünschen, als zu viel Sturm. Und wie das Wetter nun wird, das erfahren Sie morgen früh wieder bei Pfeffer im Frühstücksclub. Die genauen Aussichten gibt es jetzt von unserem Meteorologen, Wetterexperte Hans-Martin Göde. Wetter heute, vormittags erst noch neblig. Wenn wir rausschauen, sehen wir, wie grau die Suppe momentan noch ist. Bei 5 bis 8 Grad haben wir wahrscheinlich nicht gerade die T-Shirts noch an. Es wird kälter, das heißt oben auf der Alp und im Schwarzwald ist mit dem ersten Schnee zu rechnen. In dem Sinne zurück zu dir, Pfeffer. Vielen Dank, Hans-Martin Göde, unser neuer 107.7 Meteorologe.